Ich grüße dich ganz herzlich zu diesem zweiten Video zu unserer Reihe im ersten Korintherbrief. Wir sind in unserer Serie durch die Bibel lesen und wir befinden uns im ersten Korintherbrief. Und wie wir das bei jedem Buch bisher gemacht haben, wollen wir das auch hier tun, uns die Frage stellen, was sind die drei wichtigsten Verse im ersten Korintherbrief? Was sind die drei wichtigsten Verse aus 1. Korinther? Und das ist gar nicht so einfach und es kann sein, dass dein Vers, den du vielleicht sofort im Kopf hast, gar nicht hier auftaucht in meiner Liste. Das ist, ja, ich könnte eine Fülle von Versen nennen. Ich habe mich jetzt immer auf drei begrenzt, um drei herauszugreifen, aber du darfst gerne auch ein oder zwei ergänzen von denen, die du auf dem Herzen hast. Also drei zentrale Verse. Der erste Vers für mich steht in 1. Korinther 1, Vers 18. 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Also das Wort vom Kreuz, das meint das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Das ist eine Torheit, etwas Dummes, etwas Törichtes für die, die nicht an Jesus glauben. Sie lehnen das ab. Sie sagen, das ist Schwachsinn, das bringt nichts. Und Paulus sagt gleichzeitig, es ist aber eine Gotteskraft. Es ist Gottes Kraft für uns und in uns, wenn wir an Jesus glauben, weil wir dadurch gerettet werden. Wir werden durch das Evangelium gerettet, durch das Wort vom Kreuz. Und im Kontext vom 1. Korintherbrief und 1. Korintherbrief Kapitel 1 ist dieses Wort vom Kreuz der zentrale Begriff von Paulus für das Evangelium. Und er macht deutlich, das ist die Basis für unsere Einheit als Gemeinde. Das ist das Fundament für uns als Gemeinde und als einzelne Christen. Deswegen ist dieser Vers so zentral am Anfang dieses Briefes. Den zweiten Vers, den ich rausgesucht habe, steht in 1. Korinther 10, Vers 31. Dort sagt Paulus, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und das ist wie so ein Kernprinzip von unserem Christsein oder christlichen Leben. Wir sollen alles, was wir tun, zur Ehre Gottes tun. Das ist unser größtes Ziel. Jeder Gedanke, jede Tat, jedes Wort, unsere Motive, all das, was unser Leben ausmacht, soll zur Ehre Gottes da sein. Wir sollen Gott verherrlichen mit unserem ganzen Leben. In allen Lebensbereichen soll das sein. Und das macht dieser Vers ja auch deutlich. Es sagt Paulus, ob ihr nun esst oder trinkt. Ja, also selbst so etwas Banales wie Essen und Trinken, was wir jeden Tag zu uns nehmen, ohne drüber nachzudenken, was einfach ganz normal ist, das sollen wir zur Ehre Gottes tun. Mit dem Blick und der Dankbarkeit, dass wir Gott dabei verherrlichen. Und er sagt nicht nur essen oder trinken oder sonst etwas tun. Das heißt, alles andere ist daran eingeschlossen. Egal, was du heute tust, tu es zur Ehre Gottes. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Und den dritten Vers, das sind genau genommen zwei Verse, habe ich aus 1. Korinther 15, ein wunderbares Kapitel über die Auferstehung und unsere Hoffnung der Auferstehung. 1. Korinther 15, die Verse 3 und 4. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und das sind wunderbare Verse, diese zwei Verse, sie eignen sich auch gut zum Auswendiglernen, weil sie uns das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, in komprimierter Form geben, in Kurzform. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben, er ist begraben worden und er ist auferstanden. Diese drei Kernstichworte haben wir hier. Und dann haben wir den Hinweis zweimal darauf, dass dieses Evangelium, diese gute Nachricht von Jesus Christus verankert ist im Alten Testament. Nach den Schriften, sagt Paulus. Das heißt, es ist schon vorhergesagt worden im Alten Testament, auf Jesus hingewiesen worden, dass er kommt, dass er stirbt, dass er begraben wird und dass er auferstehen wird. Das heißt, Jesus ist die Erfüllung aus dem Alten Testament. Und auf dieser Basis, auf diesem Evangelium, in diesen zwei Versen in Kurzform, steht unser ganzer Glaube, steht unser Christsein und steht auch das ganze Thema der Auferstehung und unsere lebendige Hoffnung, die wir für die Ewigkeit haben, was dann in Kapitel 15 ausgeführt wird. Damit steht und fällt alles. Deswegen wollte ich diesen Vers unbedingt reinnehmen, weil es so zentral ist. Und ich wünsche dir Gottes Segen beim Studieren vom 1. Korintherbrief
Und diese drei Verse darfst du dir gerne nochmal besonders anschauen und einprägen und vielleicht noch den einen oder anderen von dir ergänzen. Ich wünsche dir Gottes Segen und alles Gute. Bis bald. Tschüss.